Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der dritten Staffel. Und wir sind immer noch bei Tyson, Mario und Lena zu Hause, die im letzten Part unglaublich fleißig war und ganz viel gelernt hat, nämlich laufen und sprechen. Ja, Papa hat ihr das Laufen beigebracht und die Mama das Sprechen. Papa ist dabei, wie ein Verrückter Logik zu lernen und die Urlaubsbelohnungen noch ein bisschen auszureizen. Soweit das geht, hat auch schon einen Logikpunkt bekommen, ist jetzt am letzten Logikpunkt dran. Die Kinderfrau war noch da und hat auch natürlich prima unterstützt, indem sie sich um die Tiere gekümmert hat, aufgeräumt hat und, und. Und Rußpfote ist älter geworden, genau, ist eine wunderhübsche, hier haben wir sie, hübsche, graue Katze. Sehr schön, sieht genauso aus wie ein Klein, nur halt in groß. Passt wunderbar. Tyson ist jetzt gerade mit Asterix am Spazierengehen. Der musste mal ein bisschen Pipi. Und da ja Lena so fleißig war für heute, habe ich gesagt, darf sie jetzt machen, was er will. Und dann darf sie einfach mal ein bisschen spielen so für sich, bevor es wieder ins Bettchen geht. Und ja, ich würde sagen, wir lassen die Zeit mal laufen. Und lassen sie einfach mal tun, was sie tun möchte. Ich bin immer noch ganz glücklich darüber, dass ich mich hier nochmal an das Zimmer gemacht habe. Weil so wie es jetzt aussieht, gefällt es mir persönlich eigentlich wirklich ganz gut. Hm, finde ich schön. Doch? Ja. Ich weiß leider immer noch nicht, wie es bei euch ist, weil ich ja natürlich immer die drei Folgen direkt aufnehme. Und dementsprechend eure Kommentare ja noch gar nicht sehen kann. Da bin ich mal echt gespannt, was ihr mir dazu schreibt. Aber ja, ich denke mir, dass das bestimmt ein bisschen besser ankommt, als das, wie es vorher war mit der dunkelgrünen Tapete. Was euch so überhaupt nicht gefallen hatte. Ja, ich kann es ja auch verstehen. Ist ja in Ordnung. Ja. Und jetzt ist auch nicht mehr so überfrachtet mit diesen ganzen Bildern und Krams. Was ist denn eben hier lang gelaufen? Ach, Tyson ist wieder daheim. Still und heimlich hier vorbeigeschlichen? Ja, nee. Ernsthaft? Ist ja gut, dass du draußen warst. Aber wenn dich jetzt hinlegst, bist du in 2 Sekunden wieder wach, weil du Pipi musst. Geh doch erst noch auf Toilette. Hm? Wie wäre das? Gehst erst mal auf Toilette, wäschst du die Finger und dann darfst du schlafen gehen. Okay, können wir uns darauf einigen? Ja. Komm. Und der Papa ist immer noch dabei, hier seine Logik zu verbessern. Wo ist unser Asterix? Der müsste jetzt auch hundemüde sein, oder? Ah, der liegt hier draußen. Ja, jetzt habe ich natürlich... Ui! Ach, nö, Rußpfote. Komm, nicht den armen Asterix anhüpfen. Jetzt habe ich natürlich nicht mitgekriegt, wie die heimgekommen sind. Dementsprechend wurde der Baum hier nicht gesprüht und die Rechnungen sammeln sich immer noch hier draußen. Hm. Ich glaube, da muss ich mal echt jetzt unseren Mario mal kurz von seinem... Oh Gott, ja. Kurz von seinem Schachtisch wegholen. Es tut mir ja leid. Du kannst nachher nochmal Schach spielen, okay? Du kriegst sonst schon... ja, genau. Genau das auch. Wo rennt denn unsere kleine Maus hin? Die ist bestimmt unterwegs zu einem Tier. Könnte ich mir... Ja, Rußpfote ist dran. Was willst du mit der knuddeln, ne? Kuscheln. Ja gut, kuschel du ein bisschen mit Rußpfote. Da freut die sich bestimmt auch drüber. Mario, deine Frau ist gerade im Bad. Das passt gerade nicht so. Aber du könntest doch bitte trotzdem mal alle Rechnungen bezahlen und das hier mal kurz einsprühen. Und dass das wenigstens getan ist, weil ich habe sonst echt Angst, dass wir das mit den Rechnungen nicht mehr mitkriegen. Und dann irgendwann heißt es, ja, Mist, ne? So. Oh, was ist denn bei euch los? Könnt ihr euch nicht einigen, wer jetzt hier gekuschelt werden will? Na, was denn? Ach, die Kleine meint, sie muss ins Bett. Was, warum habt ihr euch gerade nicht lieb? Was ist los? Was geht hier ab? Hallo, huhu. Wuff, wuff. Loben für Verspieltheit. Genau, das ist wichtig. Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz, ganz wichtig. Und da auch. Hm? Loben für Verspieltheit. Auch mega wichtig. Da kann das Unkraut eher warten. Das ist viel wichtiger. Ja, der Baum ist auch wichtig, aber ja. Guck mal. Asterix kommt schon, um gelobt zu werden. Das ist doch lieb, oder? Was machst du da? Du Mist, Fieber. Ja, ganz toll. Und wo ist Rußpfote? Momentchen.
Wo ist Rußpfote hin? Da. Okay, Rußpfote auch loben dafür. Das ist wichtig, dass die beiden gut miteinander klarkommen. Ist mega wichtig. Ja. So, und in welches Körbchen hat sich unsere kleine Maus verzogen? Da. Okay. Ja, so kann man auch bei den Eltern im Zimmer schlafen, ne? Man stelle ihnen ein Tierkörbchen hin und dann findet die kleine Maus auch einen Platz. So, dann benutz mal schnell und dusch mal. Ja, ich weiß, du stinkst. Ist okay. So, wie sieht's denn jetzt fressenstechnisch und so aus? Du brauchst Energie und du Harndrang. Ja, die Toilette ist ja gemacht. Gut, alles in Ordnung. Dann stört's auch gerade nicht so doll, dass unsere liebe Lena hier gerade ein Plätzchen benutzt. Ein Schlafplatz der Tiere. Ja, und es hagelt. Es klingt zumindest nach Hagel. Naja. So, so. Ach, Rußpfote, du bist so toll. Ja, wir loben dich auch gleich nochmal dafür, dass du das Tierklo so wunderbar benutzt, ne? Aber Mario muss erstmal ein bisschen baden. Duschen, meine ich. Der stinkt so, weißt du? Na, halt, bleib da, bleib da. Bleib doch mal da. Nicht immer wegrennen. Sonst geht das nachher wieder nicht. Dann hast du nämlich zwischenzeitlich irgendwas anderes gemacht und dann kann ich dich für das, wofür ich will, nicht mehr loben. Ah, ja, ja. Ich geb's auch zweimal hintereinander ein. Hab ich kein Problem damit. La, la, la. Siehst du? Du wartest nämlich auch immer nur begrenzte Zeiten. Ups. Komm, bist du bald fertig jetzt mit dem Duschen hier? Auf geht's. Reicht. Sag mal, hast du gut gemacht. Ja. Und dann überhaupt mal liebhaben, knuddeln und spielen können wir auch mal mit dir. Jagdspielzeug und so. Ja, wir müssen uns um dich kümmern. Bist immerhin unsere Katze. Ne? Du bist ja immerhin die Katze von Mario. Ja, Mau. Guck mal, wie süß, wie goldig. Ja, es hagelt. Ich hab's doch gesagt. Es hagelt. Ja, fein. Ui, wie hoch kannst du springen? Zeig mal. Ja, es ist eine große Rußpfote. So, was willst du denn jetzt gucken, dass es hagelt? Ja, das weiß man doch. Haben wir doch schon gesehen. Was hast du denn sonst noch für Wünsche? Ach ja, du willst ihr ja auch die ganzen Sachen beibringen, ne? Problem ist, dass du eigentlich morgen schon wieder auf Arbeit musst. Um 11 Uhr. Mist. Ich glaube nicht, dass wir das alles heute fertig kriegen. Das geht nicht. Trotz, auch nicht trotz Dingsbums und Kram. Oh, hier liegt noch die Flasche. Die kannst du mal bitte wegwerfen. Und dann, ja, dann hol dir nochmal einen Rest und dann musst du ins Bett. Das hilft ja alles nichts. Es bringt nichts. Ich kann ihn jetzt nicht so durchziehen. Und nochmal einen Tag krank feiern ist auch nicht gut. Dann wird es bei Mario halt doch noch ein bisschen dauern. Aber ich sag mal, die Urlaubsbelohnung hat schon gut geholfen. Ich meine, er wäre sonst nicht so schnell jetzt mit den Sachen vorwärts gekommen, mit der Logikgeschichte und so. Er muss ja auch noch einen letzten Punkt Sauberkeit lernen. Also das wird noch dauern bei ihm. Ist halt einfach mal so. Aber ist nicht schlimm. Ne? Wir haben den Anfang schon mal gemacht und den Rest kriegt er dann auch noch hin. Ja, wuschel mit dem Kopf wackel. Ach, herrlich. Ja, jetzt darfst du raus in den Hagel. Ja, ja. So, so. Und Rußpfote, guck, was macht das Kind da bei mir in meinem Körbchen? Wieso liegt da ein anderer drin? Was ist denn hier kaputt? Ja, warum liegt das da drin? Warum kann ich nicht in mein Tierbett? Kommst du mal da raus, du komisches Wesen, das aussieht wie ein kleiner Panda-Bär? Ja, ne? Sowas auch. Ja, hä? Ja, genau, du sitzt hier. Kannst du schon auf Toilette gehen? Ja, komm. Dann geh mal ganz schnell aufs Klo. Du musst nämlich ganz dringend. Also, Toilette gehen haben wir auch schon gelernt. Das hatte ich ganz unterschlagen. Wir können schon alles. Wir können laufen, wir können sprechen, wir können aufs Klo gehen. Also. Sie muss nur noch Dinge lernen, die sie selber lernen möchte. So, Rußpfote, du kannst in dein Bett. Dein Bett ist wieder frei.
Ja, das erleichtert natürlich auch unglaublich hier die Betreuung von der Kleinen, dass sie jetzt schon alles kann. Oder warte mal, komm, nee, machen wir anders. Ich habe gesehen, du hast schon so gestrahlt. Du freust dich doch da drauf, oder? Und weg ist der Teller. So, warte mal. Deine kleine Maus wollte aber noch was essen. Okay. Sie sitzt ja gerade auf dem Töpfchen. Sie möchte mit dir angesprochen werden, gekitzelt werden. Ja, und dann ist sie zwar immer noch ein bisschen müde, aber ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich sie jetzt ins Bett packe. Naja, eher nicht. Da wird die nicht schlafen wollen. Aber ich muss Mario ins Bett packen. Okay, dann warten wir kurz, bis sie fertig ist da. Dann geh mal dahin. Dann warten wir mal kurz, dass sie da fertig wird. Und dann kannst du dich noch ein bisschen um sie kümmern. Und dann gehst du ins Bett. Nein, nicht schon wieder. Ach, du mit deinem Tai Chi, ehrlich. Ach, das ist so elendig. Also, wenn du so oft Hula tanzen würdest, wie du Tai Chi machst, das ist schon echt ganz toll. Reden mal mit der kleinen Maus hier. Komm, put, 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 put. Und spielen, kitzeln und knuddeln. Und dann kriegt sie noch eine Flasche. Oh, ja. Lena kriegt eine Flasche und du musst hier die Reste mal noch weglegen. Und dann gehst du ins Bett. Schlafen hier. Weil in ein paar Stunden geht's dann wieder auf die Arbeit. Wie gesagt, die Mama hat kein Problem, die hat 6 Tage Urlaub. Die kann frei nehmen. Ja, die kann einfach feiern. Die kann daheim bleiben und sagen, okay, alles gut. Sie kann aber auch arbeiten gehen, weil wir haben ja ein Kindermädchen. Also ist auch alles gut. Das kann sie handhaben, wie sie möchte. Ja. Ne? So. Gut. Du gehst dann schlafen und die Kleine kann machen, was sie möchte. Sie möchte jetzt eh erstmal wieder alles von der Mama. Also insofern, gut. Und sie braucht ein Bad. Ganz dringend. Ja, so ist das. Was sagt denn eigentlich meine Zeit? Da-da. Ja. Ah ja, guck mal. Wir haben noch etwas Zeit. Pass mal auf, junge Maus. Ich finde das lieb, dass du da dauernd spielen gehen willst, aber du warst letztens dabei, an dem Wackelninchen was machen zu wollen. Da habe ich dich weggejagt, weil das gerade nicht so in meinen Plan gepasst hat. Aber vielleicht kannst du dir hier wenigstens von allem auch ein bisschen was aneignen noch. Ne? Damit, wenn du groß wirst, da wenigstens schon mal ein bisschen was gelernt hast von den ganzen tollen Sachen, die man so lernen kann im Kindesalter. Wo bist du denn? Ah, da kommst du ja. Ja, weil Mama schläft noch. Die steht jetzt auch nicht so schnell auf. Ach ja, da ist ein Bücherregal. Das wissen wir. Das macht nichts. Das Wackelninchen hat so eine Angewohnheit, das kann sich drehen. Du wirst lachen. Ich habe ewig gebraucht, um das festzustellen. Aber ja, genau. Du musst immer sagen, hier bin ich und winken, damit es weiß, in welche Richtung es sich drehen soll. Ach so, und dann kannst du natürlich auch selber noch laufen. Das ist dir ganz unbelassen. So geht's auch. Man hätte es auch noch mal drehen lassen können. Also nochmal winken, dann hätte sie es nochmal gedreht. Aber das wissen wir ja natürlich alle. Da. Und Mädel, was ein bisschen Charisma besitzt, ist immer gut, ne? So, und da jetzt gerade alle am Schlafen sind und Ruhe ist, können wir ein bisschen spulen. Ja, ich glaube, wenn Mama aufwacht, kann sie dich auch direkt wieder ins Bett legen. Ja, und schon hast du Charisma-Punkt. Siehst du, so funktioniert das. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? 5:52 Uhr. Boah, eigentlich können wir die Mama mal wecken. Hallo, Mama. Wird Zeit aufzuwachen? Ich kann ihr sogar, wenn sie schläft, sagen, dass sie Tai Chi machen soll. Das ist der Hammer. So, mal gucken, ob sie jetzt auch neue Wünsche bekommt. Das wäre mir mal ganz lieb. Wenn da mal sich was drehen würde. Danke. Und? Ha! Ein Wunsch mit Kind! Wahnsinn! Ich fasse es nicht, ey. Ein Wunsch mit dem Kind. Ich kann nicht mehr, ey.
Du bist ja echt eine lustige Mutter. Musst dich mal mit Anna zusammentun hier, ehrlich. Das ist ja der Hammer. Hallo, du, meine Kleine. Na, alles gut bei dir? Wie lange bist denn du schon wieder wach? Hat dich der Papa wieder draußen festgehalten, sozusagen? Na, wenigstens läuft das. Kuckuck will sie spielen. Okay, aber erstmal muss die Kleine ins Bett. Dann machen wir das Kuckuckspielen fest. Und jetzt passen die Wünsche wenigstens, Leute. Ich bin so happy. Sie hat Tierwünsche, sie hat Kinderwünsche, sie hat ordentliche Wünsche. Mit Asterix spielen, mit Rußpfote spielen. Ja, und natürlich Tränen, Nieren. Alles wieder da. Wunderbar. Ich bin happy. So, gut. Also, kleine Maus, dann schlaf mal schön. Mama geht mal kurz, warte mal, das Ding leer machen, benutzen und duschen. So, dann hast du Hunger. Wann wirst du abgeholt? Warte mal. Lass ich sie auf die Arbeit gehen oder? Na, sie kann heute noch mal frei nehmen. Dann hat sie die komplette Woche noch Urlaub quasi und ab Montag, Dienstag kann sie wieder arbeiten. Oder wir haben bis dahin den anderen Job. Müssen wir mal gucken. Ja, das kann man machen. So, also heute bleibst du noch mal zu Hause. Heißt, du kannst dir hier gleich noch was zu futtern nehmen. Du guckst aber erst mal, was hier Sache ist. Ja, fein. Ja gut, das dauert zu lang, bis du da hingelatscht bist und sie lobst. Gut. Dann ist sie zumindest schon mal bei. Ja. Und unsere kleine Maus da drüben schläft in Ruhe. Ja, ich hab's mir fast gedacht. Ich hab's mir fast gedacht. Dass wir da jetzt das Ding reinschmeißen und dann erstmal reinigen dürfen. Warte mal kurz. Gehst du auf Toilette? Ah ja, auch. Okay. Ich wollte dich gerade fürs Tierfutter fressen loben, aber ich kann dich auch für den Toilettengang loben. Das ist beides gut. Ja, Rußpfote, das machst du ganz hervorragend. Jo. Das machst du. Ach, noch besser. Ich sehe den Papa. Ich sehe den Papa. Hallo, Papa. Was willst denn du? Die Kleine ist gerade ins Bett gekommen. Nee, du trägst sie jetzt nicht spazieren. Also ehrlich. Lob lieber deine Katze. Machst du ganz toll, ja. Liebhaben, knuddeln. Ja, So. nicht. Prima. Hast du aufgeputzt genug? Also alles wieder in Ordnung. Säubern kannst du es dann auch noch. Und dann gehst du duschen. Zack. Ja, du große Seligasch. Juhu. Oh, du nie. Du Ja. Bäckerbuwa. Tu die Katze weg. Mau, mau. Diese Babadumme hier. Wie geht's denn unserer Mieze? Ah, müde ist er. Ach, gucke mal. Und da ist auch Asterix wach. Hey, ja, jetzt bitte hier keine, was weiß ich, Kämpfe. Wo will Asterix denn hin? Asterix hat mit Sicherheit Hunger. Jawohl. Gut. Mario hat komischerweise gerade gar keinen Hunger. Au. Wann muss Mario arbeiten? Um 11. Das heißt, Mario hat sogar noch Zeit. Ey, gucke mal da. Empört sein oder was? Schockiert sein. Er ist schockiert, weil er seine Frau nackig sieht. Ich finde das jedes Mal wieder witzig. Ja, von mir aus. Ich weiß nicht, wie ihr immer Kinder zeugt, aber ja, es ist in Ordnung. Sei ruhig schockiert, ist alles gut. Dann geh du noch ein bisschen lernen hier, das ist doch perfekt. Vielleicht kriegt er ja bis um 11. Also es geht ihm ja gut, kann man ja nichts sagen. Kann er sich da ruhig noch mal ein bisschen hinsetzen und was für die Arbeit tun, ne? Zumal ich damit auch wieder einen Wunsch erfüllt kriege. Also, ja, was wollen wir mehr? Ach hier, nee, war der nicht kaputt? Ach nee, ich verwechsel das gerade mit Alex seinem PC, der ist kaputt. Ja, bei so vielen Familien kommt man irgendwann ganz durcheinander. So, Madame. Ha, schön geduscht. Alles bestens. Und dann kannst du mal säubern. Weil wir haben auch den Hund da drin gebadet und alles. Wie lange braucht unsere Kleine noch? Naja, auch nicht mehr so lang. Und dann will die auch versorgt werden. Deswegen, das machst du mal schnell. Und dann holst du dir hier ganz schnell noch was zu futtern, bevor unsere kleine Maus aufwacht und du keine Zeit mehr für sowas hast, ne? Kennt man ja,
Alle Mamas kennen das, alle Papas auch. Kinder gehen immer vor und man hat nie Zeit für irgendwas anderes. Ja, so ungefähr ist das. Ja, die Fahrgemeinschaft kommt in einer Stunde. Für Tyson auch, aber bei Tyson haben wir ja gesagt, Tyson bleibt mal da. Die Kinderfrau kann trotzdem kommen, da sage ich nichts dagegen, weil auch solange unsere so klein ist und... Ja Gott, wir haben das Geld. Warum sollen wir uns den Luxus nicht einfach gönnen, ne? Es ist immer gut, wenn noch jemand da ist. Zum einen kann man sich dann was erzählen. Die Tiere sind dann auch glücklich, denke ich. Als wie wenn unsere arme Tyson hier sich um alles und jedes kümmern muss und hier total nachher am Rad treten sagt, von dem Urlaub merke ich aber gar nichts mehr. von der schönen Entspannung und der Ausgeglichenheit und der Ruhe und allem. Ja, guck dir mal, es wird. Es steigt immer mehr. Aber ich krieg's nicht mehr voll, bevor er auf Arbeit muss, oder? Naja, glaub nicht. Tyson, habe ich nicht gesagt, Kind und Ruhe und irgendwie war da was, ne? Ja, meine Süße, ich komm ja schon, bin ja schon da. Ich komm ja. Und ich hab dich lieb. Und dann können wir ja vielleicht mal ein bisschen Kuckuck zusammenspielen. Mama, geht's gut? Mama, ist alles perfekt. So, du bist am Lernen. Und die Madame, glaube ich, kommt auch gerade. Ich hab ein Auto kommen sehen. Ich hatte da. Guck, ich sehe. Nee, oder? Hm? Oder? Doch, da. Da sehe ich doch was. Wusste es doch. Hahaha. Ja, ja. Ist nicht verkehrt. Was macht denn unser Bäumchen? Das muss man, da muss man sich dann auch mal kümmern irgendwie, ne? Ja. Meine Kleine. Ja, baden tun wir dich dann auch. Okay? Ich bade dich dann auch. Ja, ich habe ein Kindermädchen, das sich um ein Kind kümmern soll, um das ich mich jetzt gerade selbst kümmere. Ja, ist nicht schlimm. So, Mario, du musst aber los, mein Süßer. Wie viel fehlt denn da noch? Das ist wirklich nur noch so ein Müh, ne? Aber es würde auch nichts nutzen, selbst wenn du das Müh jetzt hinkriegst. Dann geh arbeiten, mein Süßer. Hm? Ach, guck mal. Und wir spielen Kuckuck. Ja, Mama und Lena spielen Kuckuck. Sehr schön. So, und jetzt muss aber die Kleine gebadet werden. Komm, dann bade sie mal. Ja. Oblata. So. Tschüss, Papa. Mach's gut. Viel Glück. Alles gut auf Arbeit. Lass dich nicht stören. Lass dich nicht hetzen und so. Du hast immer noch Erholung und fleißig bist du immer noch gut dabei. Also ganz in Ruhe. Ja, Mama macht Urlaub. Hey, was ist denn jetzt los? Nee. Wo willst denn du jetzt mit der Kleine hin? Wieso nimmt die mir jetzt die Kleine ab? Was soll denn das? Hier, hallo? Mensch. Was willst du da machen? Spielen. Ja, spielen ist okay. Warte mal kurz. Ich will gucken, was unser... Ha! Hier, unser Großer. Der ist wach. Der hat Hunger gehabt. Der hat gefressen. Der möchte jetzt Gassi gehen. So viel zum Spielen. Edgy-Badge. Lob ihn doch mal bitte für Tierfutter fressen. Dann hab ihn mal lieb, kraul ihn im Bauch und dann, gehst du mit ihm ein bisschen Gassi. So. Ja, dann kümmere dich darum, wenn die Dame dir das Kind abnimmt. Wo ist sie denn jetzt hin mit dem Kind? Ist sie wieder an Richtung, Dings unterwegs oder ist sie... Ah nee, guck mal, sie badet wirklich, unsere kleine Maus. Die Dame ist gut, die weiß genau, was Sache ist. Und denkt sich so, ach, da ist der kaputt, ne? Ah, ich wusste doch, irgendwo eine war einer. Okay, sollte unser Mario mal reparieren. Ja, guck, ne? Und schon geht das alles bestens. Sehr schön, sehr schön. Wo bist du? Hier, ja, fein, genau. Oh, ja, mal Krauli, Krauli machen, ne? Bauchi, Krauli. Ja, guter Hund, guter Hund. So, und dann lass uns mal eine Runde gehen. Und dann können wir mit dir auch noch ein bisschen Kommandos üben. Wenn die gute Frau sich ja mehr ums Kind kümmern möchte als um die Tiere, dann kümmern wir uns in der Zeit eben um die Tiere. Auch gut. Das passt schon alles so, wie es ist. Ach, herrje, und meine Zeit ist um. Das passt auch.
Das bedeutet, wir gehen kurzfristig mal wieder hier zu unserer kleinen Maus in die Badewanne. Ja, das Wasser sieht schon reichlich trüb aus hier. Da warten wir noch, bis sie gebadet ist. Komm, wir warten noch, bis sie fertig gebadet ist. Da, guck, und fertig. Och, warum hat die jetzt immer noch das Zeug da an? Ich dachte, danach hat sie ihre Alltagsklamotte an. Na gut, egal. Das heißt aber jetzt mit diesem Bildchen sage ich dann auch erstmal wieder Tschüss. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.